was immer das geheissen hat. Ich versuche, meine Gedanken in Wort zu fassen, dass ich vertone und schaue, was dabei entsteht. Ich lasse mein Herz fließen, ich mache, was mein Herz sagt, ich ausprobiere, ich kann mich selber entdecken, ich schaue, was er führt. Es ist einfach schön. Ich führe es so, vom Herzen. Wenn wir das alle könnten, wow, hätten wir ein schönes Leben. Im Frieden. Wir hätten es nicht. Wir können es haben. Ich habe es gehabt. Ich wünsche jedem Mensch, dass er erfüllt ist. Denn das ist der einzige Weg für unseren Frieden. Wenn jeder selber erfüllt ist, wow. Bei mir gehen gerade so Bilder durch den Kopf. Ich mache das ganz spontan. Keine Ahnung, was aus meinem Mundwerk kommt. Aber die Melodie ist so herzig, fein. Und inspiriert mich. Ich wünsche dir, dass du die Energie, so wie ich sie spüre, in mir, dass du sie auch so darfst fühlen. Dafür habe ich ganz viele Sachen gemacht, die letzten 10 Jahre. Ich kann dir alles erklären, wie sie in der Essenz funktioniert, Energie. Denn die Energie ist alles, was wir anschauen müssen. Denn wir sind Energie und Liebe, aber auch Licht. Und das ist toll. Das, was ich dir jetzt sage über das Tool, das ist Licht, das ist digital. Facebook ist digital, Instagram ist digital, ist alles Licht. Das haben wir alles dank dem Licht. Doch die Liebe dürfen wir nicht vergessen. Es ist zu viel Licht, zu viel Feuer. Wir brauchen mehr Wasser, mehr Liebe. Wenn wir wirklich wollen, wieder zurück in Frieden kommen. Ich denke, das wird doch jeder von uns. Im Frieden sein. In guter Energie. In liebevoller Energie. In Energie, die einfach freudig ist. Weißt du, wie du das kannst machen? Ganz einfach. Du kannst einfach dankbar sein. Mit dieser Energie holst du dich zurück in die Liebe. Dankbar sein ist die schönste Energie. Fast so schön wie das Teilen. Alles Liebe.